In der ersten Aufgabe oder in einer der ersten Aufgaben war ein Reihenspinnkreis gegeben, den skizziere ich mal hin. Da steckt natürlich eigentlich Widerstand drin, der taucht aber in der Aufgabe überhaupt gar nicht auf, spielt auch keine Rolle. Und eine Induktivität und eine Kapazität. Und dann war gegeben, dass die Kapazität hier, die sollte 500 Mikrofarad groß sein. Und von diesem Reihenschwingkreis war noch gegeben, dass der eine Resonanzfrequenz hatte von 50 Hertz. So, und dann stand noch da, dass die Spannung über der Kapazität, das UC von T, das betrug 100 Volt als Amplitude oder als Spitzenwert mal Sinus Omega T. Ja, und das Omega hier, das ist natürlich 2 mal Pi mal F und er sollte auch bei der Resonanzfrequenz betrieben werden. Und ja, dementsprechend konnte man aus der Resonanzfrequenz natürlich auch das Omega ausrechnen. So, und was sollte man jetzt machen? Man sollte zumindest mal die Induktivität ausrechnen in dem Reihenschwingkreis. Wie groß ist das L hier? Und jetzt kann man natürlich sagen, diese Resonanzfrequenz hier, die ergibt sich natürlich auch aus 1 durch Wurzel LC. Und dann hat man schon eine Gleichung, kann die nach L umstellen und kann das lösen. Ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen stückchenweise. Ich quadriere das mal erstmal, damit diese Wurzel wegfällt. Dann steht da 4 Pi Quadrat. Die Resonanzfrequenz zum Quadrat ist gleich 1 durch LC. Und das können wir dann natürlich nach L umstellen. Und dann kommt da raus, L ist 1 durch 4 Pi Quadrat. Die 50 Hertz zum Quadrat und das C zum Quadrat können die Werte einsetzen. Das mache ich mal hier drunter. Und ja, um einfach nur sozusagen die Einheiten zu checken. Also 50 Quadrat, Herzquadrat. Das Herzquadrat streiche ich mal gleich weg und mache mal ein Sekundequadrat auf der anderen Seite des Bruchstriches daraus. Und 500 Mikrofarad sind 500 mal 10 hoch minus 6 Farad. Und Farad kann man auch schreiben als Ampersekunde pro Volt. Und dann kürzen sich Sekunde Quadrat gegen Sekunde weg, bleibt Volt Sekunde pro Ampere über. Und das sind Henry. Das schreibe ich jetzt mal hinten hin. Und dann kann man halt den Rest ausrechnen, Taschenrechner einsetzen. Und dann sollte man darauf kommen, dass das 20,26 Millihenry sind. Ja, und die Henry eben aus Voltsekunde pro Ampere. So, das war Aufgabenteil A, wenn man so will. Wie groß ist die Induktivität in diesem Reihenschwingkreis, ja, wenn das hier halt die Resonanzfrequenz ist. So, und dann gab es noch einen Aufgabenteil B und in diesem Aufgabenteil B sollte man mal den Strom ausrechnen, der hier in dem Reihenschwingkreis fließt. Und den Strom, den kriegt man natürlich raus, wenn man die Spannung hat an der Kapazität, einfach aus C mal DUC von T nach DT. Und dann kann man das einsetzen, kann sagen, das sind 500 Mikrofarad mal. So, jetzt geht es darum, diese Sinusfunktion abzuleiten. Die hat einen konstanten Faktor davor, die 100 Volt. Sagt einem die Faktorregel, die kann man einfach vor die Ableitung schreiben. Die Ableitung von der Sinusfunktion ist die Kosinusfunktion. Und dann ist das ja eine verkettete Funktion. Da taucht noch das Omega drin auf. Und deshalb müssen wir noch mal Omega rechnen. Und das Omega schreibe ich jetzt mal hier auch einfach als Zahlenwert hin. Das sind 2 mal Pi oder 2 mal 50 sind 100 mal Pi sind 314, 1 durch Sekunde. Und die setze ich jetzt mal hier auch gleich ein an der Stelle. Verrechne noch die Einheiten. Farad sind eben, wie schon gesagt, Ampere Sekunde pro Volt. Dann kürze ich Volt gegen Volt, Sekunde gegen Sekunde, sodass da Ampere überbleibt, was ja für einen Strom auch nicht verkehrt ist. Wenn man zum Beispiel diese innere Ableitung vergessen hat und pflichtgemäß eine Einheitenprobe gemacht hat, wird man auch festgestellt haben, okay, man hat die innere Ableitung vergessen, weil da kommt nicht die Einheit eines Stromes raus. So, und dann kann man das alles miteinander verrechnen, das in den Taschenrechner einsetzen. Diese Zahlenwerte kommt darauf, dass das 15,7 Ampere sind mal Kosinus von
Omega T oder Omega R von T, je nachdem, wie man das jetzt irgendwie möchte. So, und dann, das war Aufgabenteil B und dann gab es noch einen Aufgabenteil C und in diesem Aufgabenteil C sollte man jetzt mal die Spannung über der Induktivität bestimmen, das UL von T. Und da fällt einem ein, okay, na klar, UL von T kriegt man raus aus L mal DI nach DT. Das ist ja einfach die Grundgleichung an der Induktivität, kann das wieder alles einsetzen. Schreibe ich mal gleich hier drunter. L haben wir schon ausgerechnet, sind 20,2 oder 2,6 Millihenry mal den Strom. Die 15,7 Ampere sind wieder ein konstanter Faktor, den kann man wieder davor schreiben. Die Ableitung der Kosinusfunktion ist minus Sinus von Omega oder Omega R mal T. Wegen des Minus schreibe ich das mal in Klammern. Und auch hier brauchen wir wieder die innere Ableitung, das Omega. Und dafür kann man dann wieder die 314,1 durch Sekunde einsetzen. Auch hier eine kurze Anhaltenprobe. Henry ist so viel wie Voltsekunde pro Ampere. Dann kürzen sich Ampere gegen Ampere und Sekunde wieder gegen Sekunde, sodass da Volt überbleibt, was ja für eine Spannung auch nicht verkehrt ist. Das Minus ziehe ich mal davor, kann man die ganzen Zahlenwerte mit dem Taschenrechner miteinander verrechnen. Und kommt darauf, dass das minus 100 Volt mal Sinus Omega oder Omega R mal T sind. Und das war dann die Lösung bei Aufgaben Teil C. Jetzt kann man sich noch kurz überlegen, so als kurze Probe, kann das sein, passt das? Ja, das passt, weil wenn dieser Reihenspinkreis in Resonanz betrieben wird, dann sollte ja die Spannung über der Kapazität und die Spannung über der Induktivität genau gleich groß sein, bloß eben um 180 Grad Phasen verschoben oder eben mit einem negativen Vorzeichen. Und das ist auch der Fall. Hier haben wir 100 Volt mal Sinus Omega T. Hier unten haben wir minus 100 Volt mal Sinus Omega T. So, was waren dabei so die typischen Fehler? Also oftmals hat man beim Ableiten hier das Omega vergessen als innere Ableitung oder das irgendwie nicht eingesetzt. Dann stand das dann noch irgendwie so in der Formel mit drin. Dann kann man das aber natürlich nicht wirklich weiter zusammenfassen und kriegt ja keinen Zahlenwert raus. Das Minus hier wurde auch mal ganz gerne vergessen und ansonsten ja gab es irgendwie sehr seltsame und sehr diffuse Ideen, wie man jetzt irgendwie das I von T und das U von T hier an der Stelle ausrechnen könnte, sollte und wollte. Ja, wobei hier einfach nur wirklich die Grundgleichung, Strom ergibt sich aus der Ableitung der Spannung an der Kapazität und die induzierte Spannung an der Induktivität ergibt sich aus der Ableitung des Stromes an der Induktivität, gefragt war. Das ist die Lösung oder das war die Lösung für diese Aufgabe.